Es braucht neben der Schule außerschulische Lernorte, weil die Schule diese Aufgabe kaum erfüllen kann, obwohl sie es, das muss man ehrlich sagen, sehr häufig versucht. In der Schweiz haben viele Gruppen das Problem erkannt und bieten alle möglichen Angebote an. Es ist so viel, dass es eine Koordination braucht. Es braucht die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu erkennen, was andere Leute machen, vielleicht auch zu lernen, was man doch noch besser machen könnte. Das wollen wir tun. Lernorte neben der Schule, die haben eine sehr große Berechtigung. Und zwar denke ich aus mindestens 2 bis 3 Gründen. Erstens können Lehrpersonen zum Teil gewisse Dinge gar nicht leisten, weil sie die entsprechende Ausbildung nicht haben oder zu schlecht ausgebildet sind in diesem Bereich. Zweitens gibt es Bereiche der ausschließlichen Lernorte in Technik, dass, also gerade spezielle technische Objekte, sei es eine große Dampfmaschine oder irgendein ein Auto oder irgendein ein Kraftwerk, das bringe ich nicht in mein Schulzimmer. Also das brauche ich einen ausschließlichen Lernort, um das wirklich ein reales Objekt zu haben. Also einfach nur ein tolles Objekt, das ich anschauen kann oder ein tolles Schülerlabor, dem ich irgendwie frei experimentieren kann, das reicht noch nicht, weder für den Kompetenzerwerb noch für die Interessensförderung. Also das ist relativ eine anspruchsvolle Geschichte. Gymnasien benötigen außerschulische Lernorte, damit die Schülerinnen und Schüler Naturwissenschaften und Technik in unserem Fall möglichst praktisch und anwendungsorientiert erfahren können. Dass das isolierte, manchmal eben auch theoretische Wissen aus der Schule, dass sie sehen, wo wird das wirklich angewandt, wo ist es relevant, welche Wichtigkeit hat es in der Gesellschaft, auch in meinem Alltag. Und damit die Schülerinnen und Schüler auch einen Einblick bekommen in konkrete Berufswelten im MINT-Bereich. Ich glaube, es ist wichtig, einmal dieser Praxisbezug, dass sie wirklich selber praktisch arbeiten können. Und dann scheint es mir wichtig, dass man auf die Voraussetzungen und Erwartungen der Schülerinnen und Schüler eingeht, also nicht ein Programm anbietet, das ihren Bedürfnissen gar nicht entspricht. Dafür müsste man dann auch solche Anlässe evaluieren. Die große Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit der Schule ist einerseits im Berücksichtigen des Lehrplans, also dass ich nicht Schulstoff vorgreife, sondern ergänze, sinnvoll ergänze. Das zweite ist die Finanzierung. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Workshop, wie sollen wir mit der Schule zusammenarbeiten, sind erstens, dass die außerschulischen Lernorte sich nach Stufe und Schulstoff ausrichten müssen, das heißt nach dem Lernplan. Sie sollten wirklich einen Lernzweck verfolgen und nicht nur Spaßangebote sein. Zweitens hat mich die Meinung beeindruckt, dass in den neuen Lernplänen eigentlich zu wenig Zeit für die MINT-Förderung vorgesehen ist. Das heißt, die Lehrer können sich nicht richtig vorbereiten. Sie kommen dann in diese außerschulischen Lernorte und wissen nicht richtig, was machen. Das heißt, man müsste auch nicht nur den Schülern didaktische Unterlagen geben, sondern sie auch für die Lehrer vorbereiten.